Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück an einem frischen Samstagmorgen zur Amerika-Woche. Der Donnerstagteil, der natürlich wieder in der Nacht zum Freitag kommt, wie immer, das ist doch jetzt quasi Tradition. Wir befinden uns hier gerade auf einer Raststätte mit unserem Mini-Truck, möchte ich behaupten, der natürlich auch kein Schlaftruck ist. Das heißt, wir mussten jetzt hier irgendwo im Freien schlafen oder auch auf dem Sitz, so ein bisschen Flugzeug-Economy-Class-mäßig. Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Los Angeles. Zeige ich euch mal ganz kurz auf der Karte. Ja, jetzt hätte ich auch M drücken können, ich weiß. Wir befinden uns hier in der Nähe von Huron. Huron ist eigentlich keine richtige Stadt, das ist nämlich einfach nur eine Anlage hier. Eine Firma. Bin ich aber auch schon zweimal gewesen. Da fahren wir also dran vorbei. Dann kommt hier so eine Gewichtsstation. Mal gucken, ob wir da anhalten müssen. Und dann ist mir nochmal beim Rüberschauen aufgefallen, dass wir gar nicht so wirklich nach Los Angeles fahren, sondern eher so ziemlich weit raus. Denn hier die Gallon-Firma, wo wir hin müssen, befindet sich hier eher in so einem Vorort. Bin ich gespannt, wie es da aussieht. Und ja, bevor ich wieder zu viel laber, denke ich mal, fahren wir einfach mal los. Und die ganzen Kollegen hier, die neben uns waren, sind auch schon alle weg. Das heißt, das müsste eigentlich ganz leicht sein, hier auszuparken. Fahren wir einfach mal rückwärts, ohne das Gepiepe. Wunderbar. Ich freue mich ja schon aufs Einparken nachher. So. Fahren wir ein bisschen so rum und dann fahren wir hier so links einmal. So. Das sieht auch gut aus. So, jetzt muss ich kurz die Ausfahrt finden, links oder rechts. Ich fahre mal rechts rum. Ah, wobei, da ist so ein Pfeil. Gucke ich doch mal links lieber. Ah, da ist auch so ein Pfeil. Egal, okay. Dann kommt es wohl dasselbe hinaus. Also so ein Pfeil in die andere Richtung. Genau, hier ist ja die Tankstelle. Kann ich auch gleich mal tanken gehen, weil ich nur noch bei der Hälfte bin und dann habe ich es halt erledigt. Ah, wobei, nee. Lassen wir es doch sein. Weil ich habe gerade überlegt, dass ich hier gar nicht so reich bin, wie ich es eigentlich gewohnt bin aus dem Euro Truck Simulator. Deswegen will ich das auch erstmal voll ausreizen und wir fahren erstmal rechts raus. Wieder auf die Autobahn. So, wunderbar. Das ist hier immer so ein bisschen so eine knifflige Stelle, weil man sofort auf die Hauptspur geleitet wird. Das heißt, ich gucke jetzt hier mal in den Spiegel. Ja, da kommt jetzt nämlich jemand. Das heißt, ich muss anhalten. Und bis man da mal wieder zu Potte kommt und richtig im Tempo ist, dauert das oft ein bisschen. Ich mache jetzt auch mit Absicht nicht den Blinker an, weil sonst halten die nämlich an. Habe ich schon die Erfahrung gemacht. Ah, jetzt hält er sowieso an. Das finde ich halt zum Beispiel ein bisschen unrealistisch, weil das würde halt in echt nicht so sein, dass die mitten auf der Autobahn einfach anhalten, um jemanden reinzulassen. Aber naja. Ist wahrscheinlich eine nette Hilfe von den Entwicklern, die hier eingebaut wurde, damit man leichter raufkommt. Da vermisst man doch so ein bisschen die europäischen Einfahrten, wo man erstmal noch eine Weile auf seiner Spur fährt, bis man dann quasi links rauf fahren kann in Ruhe und auch im Tempo nicht anhalten muss, weil hier kommt meistens irgendjemand von der Seite. Und es dauert eine ganze Weile, bis unser Truckchen, möchte ich es ja fast nennen, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Ich bin gerade auf absolutem Vollgas. Und wir halten hier wahrscheinlich schon Verkehr auf hinter uns. Aber naja, dann sollen sie halt auf die linke Spur. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere aus meiner Zeit, also ich war ja 3 Wochen da in den Vereinigten Staaten, gibt es in den Vereinigten Staaten kein Rechtsfahrgebot. Das heißt, teilweise hat man ja so richtig 5- bis 6-spurige Freeways und da fährt dann jeder irgendwie so ein bisschen wie er will. Man kann auch rechts überholen, zum Beispiel in den USA. Das weiß ich hundertprozentig, dass es erlaubt ist, rechts zu überholen. Da ist das alles so ein bisschen liberaler, möchte ich sagen. Kann man sich überstreiten, was jetzt besser ist. Ist mit Sicherheit auch ein bisschen gefährlicher, die USA-Variante. Genau, und rechts haben wir jetzt gerade Huron gesehen. Was man noch nicht mal auf irgendeinem Schild findet. Also hier die Ausfahrt zum Beispiel heißt halt, ich weiß nicht, wie man die Stadt ausspricht. Ich sage jetzt mal instinktiv Fresno, aber wahrscheinlich gibt es da irgendeine Krux, dass man das S nicht ausspricht oder sowas. Sagt man Freno oder Freno? Vielleicht Freno?
Ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz komisch. Oder vielleicht doch Fresno. Ist auch egal im Prinzip. Was ich übrigens richtig cool finde hier am American Truck Simulator, ist, sind so diese Details auf dem Straßenbelag. Der Straßenbelag sieht unheimlich realistisch, unheimlich detailreich und unheimlich abwechslungsreich aus. Da hat man immer irgendwelche Spuren von Abnutzung oder hier auf der linken Seite so ein bisschen von Sand. Gerade hier, wenn man auf die Ausfahrt guckt, sieht man so ein bisschen die Abnutzung. Also das ist unheimlich detailliert gemacht. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Gewichts- oder wie nennt man das, eine Wiegestation. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, auf der linken Seite hatten wir auch so Bewässerungsflugzeuge. Das ist nämlich ganz wichtig in den Vereinigten Staaten, gerade im Sommer. Gibt es nämlich oftmals, also Dürre sowieso, Trockenheit. Da muss halt wirklich unheimlich viel gewässert werden, wenn hier irgendwas angebaut wird. Und was teilweise noch schlimmer ist, ist teilweise auch die Waldbrandgefahr. So, vor allem im südlichen Teil Richtung San Diego gibt es halt oft Waldbrände in Kalifornien. Habe ich auch live miterlebt, als ich da war, so in den Nachrichten und sowas. Also das ist quasi der Alltag dort im Sommer. Hier haben wir eins von diesen Bewässerungsflugzeugen. So, wir mussten zum Glück nicht rausfahren, da hätten wir nämlich Zeit verloren. Hier auf der rechten Seite wäre die zweite Wiegestation gewesen. Da sind komischerweise zwei hintereinander. Aber ich finde es auch gut, dass es nicht so oft so ist. Ich habe am Anfang die Befürchtung gehabt, dass man irgendwie jedes Mal fast da rausfahren muss, weil gleich bei meiner ersten Wiegestation, Optexina war gerade rechts im Blitzer, gleich bei meiner ersten Wiegestation musste ich halt gleich rausfahren. Deswegen dachte ich, oh Gott, jetzt muss man bei jeder Wiegestation rausfahren, da verliert man jedes Mal Zeit, das ist ein bisschen blöd. Aber nein, wir können jetzt einfach durchcruisen, durchrasen auf dem Freeway 5, der hier quasi die wichtigste Nord-Süd-Verbindung ist. Kalifornien, in Westkalifornien. Oder eigentlich kann man auch sagen, in Kalifornien. Da gibt es keine wichtigere. Ist ja generell so, wenn man jetzt, wie wir es gerade tun, von San Francisco nach Los Angeles fährt, dann hat man ja die Wahl zwischen zwei verschiedenen Straßen. Einmal die schönere Küstenstraße, den Highway 101. Den sind wir damals gefahren, weil es da einfach mehr zu sehen gibt, und auch die schnellere Straße, nämlich den Freeway 5 hier. Und wenn man den über den Freeway 5 fährt, dann kann man es tatsächlich auch in einem Tag schaffen. Wenn man früh morgens losfährt, kommt man halt abends an, quasi über den Freeway 5. So ist ungefähr die Distanz von San Francisco nach Los Angeles. Also da ist auch einiges dazwischen. Man muss sich immer bewusst machen, die Dimensionen in den Vereinigten Staaten sind teilweise ungeheuer. Das ist nicht einfach mal so gemacht. Also Kalifornien ist schon unheimlich riesig. Jetzt haben wir hier die Ausfahrt nach Bakersfield und Oxnard. Das sind so zwei Städte, die in der Nähe von Los Angeles sind. Wobei das halt natürlich auch wieder relativ ist. Ja, ich freue mich aufs Arizona DLC, was bald rauskommen müsste. Das ist dann quasi der dritte Start. Wenn das rausgekommen ist, können wir da gerne auch nochmal ein bisschen reinfahren, um uns das anzuschauen. Der Plan ist erstmal folgender, dass wir drei Folgen machen zum American Truck Simulator. Vielen Dank übrigens auch für euer Feedback und für eure Kommentare in der ersten Folge. Ist ja auch, denke ich mal, ganz gut angekommen. Das freut mich. Also der Plan ist es jetzt quasi, diese Folge zu machen, bis nach Los Angeles zu fahren. Da eine neue Lieferung anzunehmen, die vielleicht nicht ganz so weit geht. Müssen wir mal gucken, was sich da so anbietet. Und dann quasi in der dritten Folge diese Lieferung noch zu Ende zu fahren. Dass wir quasi zwei Lieferungen in drei Folgen gemacht haben. Die Golden Gate Bridge haben wir dann leider nicht dabei, aber was soll's, dann ist das nun mal so. Und hier haben wir eins von diesen Amerika-typischen Autobahnkreuzen mit kreuz- und quergehenden Armen. Da gibt's auch teilweise... Ah, wie hieß denn das nochmal? Das eine habe ich leider vergessen. Da gab's ein so ein Kreuz. Lone in Storms. Oh ja, stimmt. Ich habe ja einen Kredit aufgenommen. Jetzt habe ich gerade... ich bin fast pleite. Es wird Zeit, dass wir unsere Lieferung abgeben. Ich habe ja extra einen Kredit aufgenommen, um mir den LKW leisten zu können. Sonst hätte ich gar keinen... wäre ich gar nicht so schnell dazu gekommen, hier das Video zu machen, wenn man mit einem eigenen LKW, weil ohne Kredit muss man ewig fahren. Aber mir macht das eigentlich keinen Spaß ohne eigenen LKW. Deswegen habe ich mir gedacht, zack, nehme ich 100.000 Kredit auf. Deswegen muss ich jetzt gerade ordentlich Rate zahlen.
habe ich gerade vergessen. Doch, ich wollte gerade erzählen, es gibt in Los Angeles, da bin ich auch gewesen, im Süden der Stadt, ein riesiges Autobahnkreuz, wo man oben eine Autobahn hat und unten jeweils bestimmt sechsspurig. Und dann gibt es auf der unteren Ebene, in der Mitte, noch ein BRT-System, also ein Bus, der auf eigener Spur fährt, mit einem richtigen Bahnsteig. Das heißt, man hat quasi in der Mitte dieses Autobahnkreuzes noch einen Umsteigepunkt, weil, jetzt kommt's, oben hat man nämlich noch eine Bahn, eine Light Rail, wie die so schön heißt, quasi eine Stadtbahn, die in der Mitte der Autobahn fährt, die quasi auf der oberen Ebene des Kreuzes auch nochmal einen Bahnsteig hat. Das heißt, es ist ein Autobahnkreuz mit richtig breiten Autobahnen und ein Kreuz zwischen Bussystem auf eigener Trasse und Bahnsystem, was auch nochmal eine Zwischenetage hat. Also es ist unheimlich riesig. Mir fällt leider gerade nicht ein, wie das heißt. Wenn ich dran denke, packe ich den Namen davon nochmal in die Beschreibung. Das kann man sich auf Google Street View angucken. Das ist ungeheuer. Und es ist auch unheimlich laut, wenn man da steht. Ich bin da nämlich umgestiegen. Ich habe mir mal so einen Nachmittag gegönnt in Los Angeles, wo ich einfach ein bisschen durch die Gegend gefahren bin, um zu entdecken. Unter anderem bin ich da auch gefahren zum Stadion von LA Galaxy und habe mir erstmal so ein T-Shirt geholt von Steven Gerrard. Die Fußballfans unter euch werden wissen, was ich meine. Der ist ja Ex-Liverpooler und da ich Liverpool-Fan habe ich gedacht, hole ich mir so ein Steven Gerrard T-Shirt in Los Angeles. Da bin ich also zum Stadion gefahren. Das Stadion ist in der Nähe von dem Bezirk Compton. Compton ist ziemlich bekannt, weil dort einige bekannte Rapper herkommen, unter anderem Kendrick Lamar. Und da gab es ja letztens diesen Film, der einen ziemlich großen Hype genossen hat, namens Straight Outta Compton. Habe ich mir auch gerne angeguckt im Kino, weil ich auch gerne diese Musik höre auch. Vielleicht habt ihr den ja auch gesehen, also es war auf jeden Fall ein ziemlicher Hype. Oh, man darf hier nur 30 fahren, wir sind in der Stadt. Und das sieht hier tatsächlich so ein bisschen aus wie Süd-Los Angeles, wo wir jetzt nämlich auch gerade sind. Wir fahren jetzt nämlich quasi, geografisch gesehen durch Compton. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Also hier ist Los Angeles, die Innenstadt. Dann hat man hier auf der linken Seite, diese Straße hier ist wahrscheinlich Santa Monica. Und Venice Beach, müsste man eigentlich auch kennen. Und hier in der Mitte, also da wo wir jetzt sind, ist im Prinzip Compton. Und dann hier im Süden ist, wie hieß das, irgendein Beach noch. Habe ich jetzt auch vergessen. Aber mein Namensgedächtnis ist leider ein bisschen abhanden gekommen. Teilweise. Wie hieß denn das? Habe ich vergessen. Schade. Also Los Angeles ist ja ziemlich groß. So ein bisschen sollte man LA ja auch kennen, vielleicht aus GTA 5, haben vielleicht auch einige von euch gezockt. Ich habe es mir auch geholt, aber habe es jetzt nicht wirklich selber gezockt. Ich habe es eigentlich eher nur so aus Prinzip gekauft, aber da war es im Prinzip schon viel zu spät. Da war der ganze Hype schon verflogen, weil die PC-Version halt erst leider so spät kam. Da kannte man schon die Story und da gab es halt 100 Millionen Folgen von GTA auf YouTube und irgendwie hatte ich dann nicht mehr so die Motivation, es selber zu spielen. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob ich nicht GTA 5 auch in die Amerika-Woche jetzt mit reinnehme. Aber da habe ich mir gedacht, nee, da bin ich halt einfach zu schlecht in dem Spiel. Das war ja gestern schon grenzwertig mit dem World of Subways, wo ich im Prinzip auch unbedingt das Spiel mit reinnehmen wollte, aber eigentlich erst zweimal gefahren bin davor. Und ich finde, das ist nicht so gut, wenn man ein Let's Play von dem Spiel macht und sich selber nicht wirklich auskennt damit. Hier zum Beispiel American Truck Simulator, gerade jetzt San Francisco LA, kann ich halt eine ganze Menge erzählen, auch Hintergrundwissen. Das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen der Unterschied ist zu anderen Let's Play Videos. Ja, weil man muss sich ja auch immer durch irgendeine Sache vielleicht auch ein bisschen abheben. Durch einen eigenen Stil, durch eigene Sachen. Jetzt nicht irgendwie, weil es Konkurrenz ist, sondern einfach, weil man ja auch individuell ist, so ein bisschen. Ist ja ganz klar. Und ja, hat so ein bisschen was von Compton, muss ich sagen. So flache Einfamilienhäuser im typischen America-Style, bisschen ghetto-mäßig auch teilweise. Bisschen heruntergekommen. So, mal gucken, wie lange das dauert, bis wir jetzt hier rumkommen. Ja, okay. Diese Ladung kriegen wir noch nicht. Surf and Skate, also man merkt, dass wir in der Nähe vom Wasser sind. Was ich auch cool finde, seht ihr das Flugzeug da oben? Das fliegt jetzt quasi geografisch gesehen genau in die Richtung vom Flughafen. Der ist jetzt nämlich, ich zeige euch das mal, der Flughafen wäre ungefähr hier.
Auch ziemlich bekannt, vielleicht aus GTA. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach, hier parallel, während wir an der roten Ampel stehen, auf meinem Handy, wie diese Kreuzung hieß. Das war so ein Name, den man eigentlich ziemlich leicht zu merken ist. Deswegen nervt mich das gerade ein bisschen, dass ich da nicht drauf komme. So, während ich hier am Handy bin. So, ich fahre jetzt rüber. Ich hoffe, das gilt noch. Nee, gilt nicht. Na toll. Scheiße. Ich bin doch noch bei Gelb rübergefahren oder bei Grün sogar. Mist. Jetzt bin ich bei minus 500 Dollar. Na toll. Wir müssen unbedingt die Lieferung abgeben. So, bin gerade parallel kurz am Handy auf Google Maps. Ja, ich habe jetzt eine Mail bekommen, die sagen, kann ich auch mal kurz zeigen, falls ihr so gut wart und es geschafft habt, nicht insolvent zu werden. Your account is overdrawn. Bla 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 bla. Here, we have provided you with short-term credit for the next few days, free of charge. Das heißt, die geben einem quasi nochmal eine Chance. Es ist jetzt nicht irgendwie Game Over, dass man neu anfangen muss oder so, sondern die geben einem quasi einen Kredit. Also, dass man das halt quasi noch machen kann. Ich könnte jetzt auch einen Kredit aufnehmen, aber da hätte ich noch mehr Rate zu zahlen. Das ist auch irgendwie doof. Deswegen mache ich das mal nicht. So, wie ist das denn? Jetzt bin ich hier gerade auf Google Maps. South Los Angeles, bla bla. Während ich hier parallel fahre, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Jetzt habe ich es gefunden. Harbor Gateway hieß es. Genau, Harbor Gateway. Harbor ist der Hafen im Prinzip. Ist aber kein Hafen. Harbor Gateway. Könnt ihr vielleicht mal eingeben auf Google Street View. Was das für ein Autobahnkreuz ist, ist unfassbar krass. Während wir hier auf so einer einspurigen Straße fahren, hier mit so einer schönen Fußgängerbrücke. Also was mir wirklich gefällt hier am ATS, ist, dass wirklich alles individuell aussieht. Dass wenige Sachen sich wiederholen, wie es halt im Eurotruck oft der Fall war. Jetzt fahren wir sogar aus LA raus. Sondern dass eben so viel individuell ist. Und man hat nicht das Gefühl, dass viele Objekte mehrfach vorkommen. Dafür, wenn man das so rum betrachtet, ist eigentlich die Karte schon wieder ziemlich groß. Vor allem, wenn jetzt noch Arizona dazu kommt. Gut, so groß ist Arizona jetzt auch nicht, aber so ein paar Städtchen in der Wüste sollten da schon dazukommen, denke ich mal. So, jetzt sind wir ja wirklich an den äußersten Ausläufern von Los Angeles. Ach, die Ampel ist sogar noch auf grün gesprungen, sehr schön. So, zack. Und wir fahren jetzt also Richtung... Wie ist das? Gallon, also wahrscheinlich so ein Kraftstoffunternehmen, Erdöl fördern, bla bla bla, sowas. Our customer expects delivery very soon. Oh, wir sind sogar spät dran. Mist, Mist, Mist. Wir haben noch 1,50. Okay, das reicht aber. Wunderbar. Und wenn wir uns bei einem einparken und danach müssen wir auf jeden Fall erstmal tanken gehen. Ich denke mal, die Folge hier wird so lange gehen, bis wir die nächste Lieferung angenommen haben. Und dann fahren wir vielleicht noch ein Stückchen und dann reicht es auch. Die letzte Folge war ja in Anführungszeichen nur 20 Minuten lang. Deswegen können wir das heute gerne ein bisschen länger machen. Dafür kommt die Folge dann wieder leicht verspätet, aber ist nun mal so. So, jetzt bin ich gespannt mit dem Einparken. Das könnte knifflig werden. Tanken gehen. Man muss ja immer ein paar Sachen im Auge behalten hier im American Truck oder auch im Euro Truck Simulator, wann man wieder schlafen muss und so weiter. Und das kann natürlich leicht mal passieren, dass ich das im Let's Play verpeile, weil man natürlich am Reden ist. So, okay, da vorne muss ich hin. Dann wird gar nicht so leicht. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mal gucken. Ich zeige euch mal, was ich jetzt vorhab. Wir müssen also hier einparken, was halt die Schwierigkeit dabei ist, dass daneben noch ein Anhänger steht. Aber ich versuche hier mal irgendwie rumzukommen. Das ist ja eigentlich, denke ich mal, das Logischste, von hier aus reinzufahren. So, gucken wir mal raus. Mal gucken, ob das jetzt schon geht. Ja, sieht gut aus. Okay. Fahren wir mal rum. Ah. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen vorfahren. So vielleicht. Ja, und jetzt rum, 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 rum. Sieht gut aus, sieht gut aus. Jetzt vielleicht ein bisschen so. Jetzt müssen wir in den Spiegel gucken. Okay, man erkennt es kaum, aber es sollte vielleicht noch gehen.
kann ja auch oben da in den Spiegel reingucken. Okay, jetzt können wir wieder hier rausgucken. Ah, manchmal drehe ich mein Lenkrad in die falsche Richtung, das ist dann ein bisschen blöd. Aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Vielleicht noch ein bisschen mehr so in die Richtung. Komm schon, das muss doch jetzt, das muss doch gelten hier. Wir sind ein bisschen draußen aus der Markierung. Nicht ganz. Doch, jetzt, wunderbar. Also es lässt da gelten, auch wenn die Reifen dann nur auf der Grenze sind, wunderbar. Das war ja noch in Ordnung. Ich habe schon schwere Ladungen gesehen. Ich habe schon schwere Ladungen. Das ist wieder so ein Satz, der eigentlich keinen Sinn ergibt. Ich habe schon ein schwereres Einparken gehabt. Das meine ich. So, Level 4 bin ich also. Blablabla, kriegen wir ein bisschen Erfahrung dazu, aber es reicht nicht, um Level abzugraden. Falls euch interessiert, ich gehe erstmal auf, wie nennt man das, auf Distanz, also dass ich quasi lange Lieferungen machen kann, bevor ich irgendwie gefährliche Lieferungen oder sowas oder zerbrechliche Lieferungen mache, weil ich einfach dann mehr Ausfall habe an Städten, wo ich hinfahren kann, weil letztlich ist ja nicht so relevant, was man jetzt genau transportiert, sondern das Interessante ist ja, wo man genau hinfährt. Also in erster Linie für mich zumindest. So, ich hab 2% Schaden und noch, das kommt auch noch dazu. Mann. Ich muss echt aufpassen. So, Overdraft settled, wunderbar. Das heißt, ich kann wieder normal weitermachen. Habe jetzt wieder 6000. Okay, wunderbar. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Warte mal, wie lange haben wir noch? 6 Stunden 12. Also schlafen gehen auf jeden Fall noch nicht, würde ich sagen. Auf jeden Fall erstmal tanken gehen. Danach, nach dem Tanken, können wir mal gucken, was es so alles gibt. Beziehungsweise ich schaue zuerst, was wir jetzt vielleicht machen können. Weil, vielleicht gibt es ja was, womit wir direkt hier wieder abfahren können. Von Gallen. Gucke ich mal. Gallen. Gibt es irgendwas von Gallen? Wie, es gibt nichts von Gallen aus? Ist ja blöd. Dann müssen wir in die Stadt reinfahren. Das kann ich jetzt gar nicht glauben. Schade. Vielleicht soll man doch nochmal schlafen, damit wir voll ausgeruht die nächste Lieferung fahren können? Ich gucke jetzt nochmal an Einfahrt, ob das wirklich stimmt, dass es nichts von hier aus zu fahren gibt. Dann würde uns das nämlich ersparen, jetzt nochmal nach Downtown LA zu fahren. Ups, wir sind früh gebremst. Zack. Tja, gibt tatsächlich gar nichts. Super. Okay, dann was machen wir? Ich guck mal kurz auf die Karte. Wir könnten theoretisch jetzt hier zur Tankstelle fahren und schlafen. Oder wir übernehmen. Was ist denn hier mit 42 Print oder Sell Goods? Die sind auch nicht ganz so weit weg. Die sind da in der Nähe von Compton. Zack, Los Angeles. Na, warte mal jetzt. Achso, ich bin jetzt gerade noch in diesem. Ich muss mal kurz rausfahren aus diesem Teil hier, damit er mir wieder alles anzeigt. So, fahren wir mal kurz vor. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht realistischen Kraftstoffverbrauch einstelle, aber das ist dann wieder blöd, weil man so selten tanken muss. Da ist mir lieber, man muss das ab und ein bisschen öfter im Auge behalten quasi. So, gucken wir nochmal, was wir machen können. Los Angeles. Ja, man kann nur nach Gallen fahren, aber das ist dann allerdings in Ely. Okay, vielleicht eine Lieferung, die nicht allzu weit geht. Wie wäre es denn mit... Ich glaube, 42 Print war am allernächsten. Da haben wir eine Lieferung. Die geht nach Elko. Das ist natürlich total weit. Nee, das gefällt mir nicht. Da fahren wir auch wieder dieselbe Straße hoch, die wir gerade runtergefahren sind. Was war das andere? Das war Sell Goods, glaube ich. Boah, das ist auch weit. Ich glaube, ich bin schon zu viel auf Fernfahrten. Ja, hier nach Ely könnten wir fahren. Ich habe eigentlich mehr Lust gehabt, hier weiter in den Süden zu fahren, nach El Centro zum Beispiel. Das hätte mich interessiert. Oder auch nach Las Vegas. Bin ich jetzt nicht so zufrieden, muss ich sagen. Mit den Optionen. San Diego. Wir könnten nach San Diego fahren. Hier dieses Walmart ist das, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz nett hier. Das ist nicht allzu weit. Hier El Centro wäre natürlich besser gewesen, aber ich gucke nochmal auf die Karte, weil das sieht aus, als wäre das nochmal woanders. Hier ist es. Das gehört also auch noch zu Los Angeles. Ja, dann können wir theoretisch dahin fahren und dann über Carlsbad nach San Diego. Das ist nicht allzu weit.
Dann fahren wir quasi ganz in den Süden an die mexikanische Grenze. Ja, gut, dann würde ich sagen, fahren wir in dieser Folge noch unsere Fracht abholen und in der nächsten Folge fahren wir dann mit unserer Fracht nach San Diego. Die ist dann vielleicht ein bisschen kürzer. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal tanken. Ich guck mal, ob wir das überhaupt noch schaffen, die abzuholen. Zeitlich, meine ich. Freight Market. Los Angeles. Vielleicht sollte ich auch einfach schlafen gehen und gucken, dass ich was von hier, von Gallen aus bekomme. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist tatsächlich besser. Dass ich jetzt doch erst nochmal schlafen gehe. Oder? Nee, dann ist es aber dunkel. Ah, es ist schwierig. Dieses Entscheidung treffen ist schwierig. Also ich schau mal, ob wir das schaffen. San Diego. 2 Stunden 3 haben wir Zeit, um dahin zu fahren. Tja, wir brauchen aber 4 Stunden. Also schaffen wir das gar nicht, dann können wir es vergessen. Oder nee, Quatsch. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich gerade geirrt. 4 Stunden braucht man bis San Diego. Wir haben ja auch ein bisschen viel vorgekommen. So weit ist das ja gar nicht. Also wir können es schaffen. Ich probiere es mal. GPS, Destination. Bla bla bla. Fahren wir so raus, erstmal tanken. Guck mal, wir fahren mal rechts lang. Weil irgendwie habe ich ja insgeheim immer noch ein bisschen das Ziel, so nah an die 100% wie möglich ranzukommen, also an die 100% Abdeckung. Deswegen fahre ich einfach mal hier tanken und fahre dann da links auf die Hauptstraße. So. Ich hoffe, dass ich nicht pleite gehe. Oh, ich bin falsch schon reingefahren. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, klappt trotzdem. Da drücken wir jetzt mein Auge zu. Und dann tanken wir erstmal komplett voll. Auch interessant ist, dass ich glaube, das war in Kalifornien oder in Oregon, eins von beiden Staaten. Ich glaube, in Kalifornien oder in Oregon. Ah, in einem von beiden Staaten, also das ist unterschiedlich. Es ist so, dass man auch tatsächlich Tankwarte hat, die einem das Benzin oder was auch immer man da tankt, in das Fahrzeug reinfüllen. Nein, fahr hier nicht rauf. Nein. Okay, warte. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. So, ups. Alles klar. Sind wir rumgekommen. Also, das fand ich auch ziemlich interessant. Weil man könnte ja denken, ja, heutzutage und so will man ja sowas quasi einsparen, Personal einsparen, dass man nicht so viel bezahlen muss. Ist wahrscheinlich auch ein Drecksjob, möchte ich mal sagen, der sehr unterbezahlt ist. Tankwart. Stelle ich mir nicht als so spannend vor, da den ganzen Tag immer die Autos zu betanken. Oder die LKWs. Aber naja. Wie gesagt, nur in Oregon oder Kalifornien. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem von beiden Staaten das so war. Also, vielleicht, wahrscheinlich wurde das auch irgendwann noch abgestellt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich sowas noch ewig hält. So, dann fahren wir mal hier ordentlich mit unseren 55 rüber. Ah, ich habe ein bisschen Bedenken, muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Noch können wir uns ja umentscheiden. Noch können wir uns umentscheiden. Warum fahrt ihr jetzt so langsam? Weil ich sehe, dass wir nur noch 4 Stunden 54 haben. Ah, schwierig. Warte mal, kann ich denn jetzt schon einsehen? Nee, ich kann noch nicht einsehen, wie lange ich brauche, weil. Also, wir müssen mal gucken, wenn wir ankommen, am Bestimmungsort jetzt in Los Angeles, da wo wir unsere Fracht abholen, müssen wir tatsächlich mal gucken, wie viel Zeit wir haben, um die Fahrt abzuliefern, ob da eingeplant ist, dass wir schlafen zwischendurch. Weil das müssten wir tatsächlich tun. Ich weiß nicht, ob wir da Zeit für haben. Ansonsten müssen wir uns quasi doch nochmal umentscheiden. Und woanders was holen. Und davor uns nochmal quasi ausruhen. So, kommt, Leutchen. Wir haben es ein bisschen eilig. Jetzt sind wir wieder in Compton, quasi. Also sage ich jetzt mal so, ich weiß es nicht, ob das Compton überhaupt sein soll. Das ist bloß, weil man es halt kennt. Damals die Gruppe NWA ist ja so bekannt geworden. Darum geht es ja in diesem Film Straight Outta Compton, um den Aufstieg von Dr. Dre und Eazy-E und Ice Cube. Also die Gruppe NWA, die quasi ja, die komplette Rap-Szene geformt hat, kann man sagen. Nee, noch. Ja, komm. Ja, nee, wir biegen nicht ab.
Hätten wir auch machen können, ist auch egal. Fand ich sehr interessant, aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Kleiner Tipp, vielleicht auch auf Englisch schauen, wobei man da vielleicht auch nicht alles versteht. Also am besten beim ersten Mal auf Deutsch schauen und dann vielleicht noch ein zweites Mal auf Englisch. Ein sehr, sehr gelungener Film, meiner Meinung nach. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier irgendwie cool sein will und auf einen Hype aufspringen will, sondern weil mich das tatsächlich interessiert hat. Und ich war auch gerade schon davor ein ziemlich begeisterter Hörer von Kendrick Lamar zum Beispiel. NWA jetzt nicht so, war auch ein bisschen vor meiner Zeit. Habe ich danach so ein bisschen gehört, ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber naja, Dr. Dre ist halt eine Legende, muss man einfach sagen. Es ist eine Instanz. Er ist eine Instanz. So. Hier sieht man schon, wir nähern uns jetzt quasi der Innenstadt. Da vorne hat man die Bauhäuser. Die Innenstadt von Los Angeles ist jetzt nicht so mega interessant. Einfach so ein paar Bürogebäude. Mehr aber auch nicht. Japantown gibt es noch. In der Innenstadt. Bin ich auch einmal kurz gewesen, aber ist jetzt auch nicht so ganz besonders. Also, Los Angeles besucht man jetzt nicht gerade wegen der Innenstadt, sondern eher so wegen den Ausläufern. Santa Monica, Venice Beach. Achso, wir haben gerade Erfahrungspunkte bekommen, weil wir ohne Fracht fahren. Sehr gut. Nehme ich gerne. Wozu, warum sollte man noch Los Angeles besuchen? Natürlich Hollywood. Es befindet sich ziemlich weit im Nordwesten. Auch nicht wirklich in der Innenstadt. Der Walk of Fame. Die Universal Studio Tour. Die hätte ich auch fast gemacht, aber die ist so überteuert. Da bezahlt man quasi, ich glaube, 100 Euro oder sowas für einen Tag. Und dann steht man da so lange an. Also, ist so ein bisschen wie Disney World. Ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Weil es einfach pure Geldschnellerei ist, meiner Meinung nach. Weil man auch noch so lange anstehen muss dann jedes Mal. Bin ich mal gewesen in Paris bei Disneyland. Ist zwar schön und gut, die Idee, aber ganz ehrlich, man kann vielleicht 4 oder 5 Attraktionen fahren an einem Tag und dafür bezahle ich keine 100 Euro. Und dann muss man sich auch noch verpflegen da drin, da kostet dann irgendwie eine Waffel mit Nutella auch nochmal 5 Euro. So, jetzt sind wir gerade aus LA rausgefahren und fahren wieder rein, okay. Das ist wahrscheinlich einfach dafür gedacht, dass wenn jetzt irgendwelche Leute eine Fracht haben, die hier einfach durchfährt auf der Autobahn, dass die dann nicht Los Angeles entdecken, nur weil sie an der Ausfahrt vorbeifahren. Kann ich schon verstehen. Ich muss echt aufpassen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, weil das ist so unheimlich teuer. Auch wenn man über Rot fährt zum Beispiel. So. Wallbird hieß es genau. Ich glaube, das ist eine Schnapsidee, was wir gerade machen, tatsächlich. Da habe ich ein bisschen unsere Müdigkeit unterschätzt. So. Ich glaube, ich hätte es auch vorher gucken können. Ich hätte gar nicht bis hier hinfahren müssen. Ah, ich bin blöd. So. Tja, und die Lieferung ist sowieso schon abgelaufen. Wir haben es also nicht geschafft, in 2 Stunden hierher zu fahren. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Was machen wir denn jetzt? Reno ist blöd, Jackpot ist zu weit, Bakersfield ist auch blöd irgendwie, Oxnard ist auch blöd. Okay, wie ich es befürchtet habe, wir sind umsonst hierher gefahren. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes, pass auf. Lalala, wir wenden einmal und suchen uns mal einen Schlafplatz. An diesem Schlafplatz machen wir wie in der letzten Folge, also Pause. Und in der nächsten Folge suchen wir uns dann nochmal eine richtige Lieferung. Das ist vielleicht besser als dieses blöde Rumgefälle hier. Ich habe hier noch nicht so ein Zeitgefühl, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, Zeit vergeht hier schneller als im Euro Truck Simulator. Und ein großer Unterschied zum Euro Truck Simulator ist auch, soweit ich es überblicken konnte, vielleicht täusche ich mich auch, dass wenn man sich innerhalb einer Stadt befindet, dass dann die Zeit nicht langsamer vorbeigeht. Es war beim Euro Truck Simulator so, dass dann die Zeit quasi deutlich langsamer vorbeigegangen ist, wenn man sich in der Stadt befand. Aber das ist hier, glaube ich, auch nicht so. Wobei, wahrscheinlich doch, weil 5.08 Uhr, doch. Es kann tatsächlich doch sein. Tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist mal so, einigen wir uns darauf. Also, jetzt zum Beispiel ist es so, dass die Zeit langsam vergeht, weil jetzt müsste sie gleich schnell vergehen, weil wir raus sind aus Los Angeles. 5.09 Uhr, 5.10 Uhr, 5.11 Uhr, genau, jetzt vergeht sie schnell und jetzt fahren wir gleich wieder rein nach L.A. Ich muss auch gerade mal kurz auf die Karte gucken.
Reset Navigation, das sowieso. Dass wir uns mal einen Schlafplatz suchen. Hier ist kein Schlafplatz. Da ist nur eine Garage. Oh nee, jetzt ist der nächste Schlafplatz so weit weg. Da müssen wir hier hin. Das ist ein LKW-Händler. Okay, wir fahren hier Käsesrundfahrt. Können wir hier noch links abbiegen rechtzeitig? Das wäre schön. Dann packe ich uns mal. Können wir hier noch? Ja, wir können hier noch abbiegen. Dann fahren wir kurz mal hier hin. Das ist jetzt nicht so weit. Und schauen dann mal, was wir. Ah, nein! Ich war doch gerade noch so schnell. Komm, bieg ab, bieg ab, bieg ab. Ja, wir schaffen es noch. Oh, gerade so, Gott sei Dank. So. Dann fahren wir ganz kurz hier über den Freeway. Die paar Meterchen. Zack. Und machen dort mal Pause. Tut mir leid, dass es jetzt wieder so chaotisch ist, aber das gehört nun mal dazu. Tatsächlich. Auch so zur Anfangsphase, wenn man noch nicht so ein Gefühl hat für die Zeit. Das ist ja auch das, was so ein bisschen den Reiz ausmacht. So ein bisschen dieses Entscheidung treffen. Und das gehört auch mal dazu, dass man Entscheidungen trifft, die nicht ganz so richtig sind. Und man kann ja auch nicht immer was dafür, weil jetzt konnte ich halt wirklich nicht wissen, dass wir das nicht schaffen, die Lieferung nach San Diego aufzunehmen. Wir hätten tatsächlich vielleicht erstmal schlafen sollen, wobei wir hatten halt noch 6 Stunden. Und das ist halt auch dann fast wieder Zeitverschwendung, wenn man 6 Stunden noch fahren kann und dann schon wieder schlafen geht. Also alles ein bisschen ungünstig. Und ich wusste ja auch nicht, ob ich quasi einmal schlafen hätte können auf der Fahrt nach San Diego oder nicht. Ah, komm schon. Nein, 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 nein. So, jetzt. Oh, da oben haben wir tatsächlich ein paar dunkle Wolken. Das sieht man auch sehr selten hier. So, kommen wir jetzt rüber hier. Das ist ein Kenworth-Händler. Hier sind wir ja gerade eben auch schon vorbeigefahren. Dieselbe Ausfahrt. So. Jetzt hopp. Ah! Mann! Die Bremsen teilweise so krass radikal, rustikal. Sagt man radikal oder rustikal? Wahrscheinlich nichts von beidem. Okay, was haben wir hier? Rechts charged, okay. Sieht aus wie so eine Firma, aber irgendwie ist da kein Symbol auf der Karte. Eigenartig. So, jetzt müssen wir noch links rauf und dann ist, denke ich mal, die Folge auch wieder lang genug. Und dann machen wir nochmal eine Folge im American Truck Simulator. Das wird dann die Samstagsfolge sein. Morgen gibt es nochmal Umsi. So, warte mal jetzt. Wo haben wir die Schlafplätze? Parking, okay, ich sehe es schon. Morgen gibt es also nochmal Umsi Chicago, die Linie 130. Und übermorgen gibt es dann nochmal den American Truck Simulator. Und am Sonntag, wie wir alle wissen, hat der Herr geruht, wenn man jetzt evangelisch ist. Ja? Und deswegen wird es am Sonntag keine Folge geben in der Amerika-Woche. Es sei denn, ihr überredet mich dazu, dass ihr unbedingt noch eine Folge World of Subways sehen wollt, dann würde ich die am Sonntag bringen. Aber der Plan ist eigentlich, dass wir World of Subways nicht mehr machen, weil wir da die ganze Linie gefahren sind. Im Expressmodus zwar, aber ja. Wie gesagt, das Spiel hat halt wirklich nicht so eine Langzeitmotivation. Man fährt halt die Linie 2, 3 Mal hin und zurück und dann hat man auch nicht wirklich mehr Lust darauf. Ist nicht so abwechslungsreich, weil die Linie halt so eintönig ist. Ist ein anderes Thema. Wir machen jetzt erstmal Päuschen und enden die Folge also wie beim letzten Mal auf dem Rastplatz. Bloß diesmal ohne Lieferung. Ah, dann tut mir ein bisschen weh im Herzen, dass wir die ganze Zeit ohne Lieferung fahren, weil ich doch weiß, wie knapp wir bei Kasse sind. Aber naja, gut. So ist es nun mal am Anfang. Harte Zeiten als Anfänger hier im Trucking, aber ich denke mal, das wird noch besser werden. Ich sage erstmal danke fürs Zuhauen. Schreibt gerne eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare, wie immer. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.